Ha, ich hab wieder Metz. Muhahaha. Noch eine Stufe hochstellen? Ich glaube, das passt gerade so. Nein, lassen wir mal. Ich gehe mal schnell Amulett und Ringe craften. Da kann man ja echt noch ein bisschen was rausholen. Aber ich könnte auch mal beim NPC vorbeischauen. Die haben meist auch mal ganz nette Sachen. Ah, ich habe noch keine Baupläne. Ach, nee. Ja, NPC-Zeug halt, ne? Also die normalen gelben Sachen, die du machen kannst. Die bringen schon einiges. Ich habe mir jetzt auf 163 Schaden und 5600 Zähigkeit gebufft. Oh, nice. Klingt gut. Ja. 5000 Zähigkeit schon? Ja, 5600, bitteschön. Also, ich denke mir gerade. Oh Gott. So, machen wir den Schaden noch ein bisschen höher. Zack. Ich weiß nicht, kriegt ihr das auch so übertrieben mit, dass Wachten nicht mehr da ist? Oder geht es eher an euch vorbei? Nochmal was? Ich habe nicht zugehört. Ob ihr auch dieses das Betrachten fehlt jetzt. Merkt ihr das ziemlich stark oder ist es eher so nebensächlich bei euch? Was fehlt? Ich konnte jetzt nicht folgen. Das Betrachten. Wenn man oben bei den Charakter rechtsklick hat man ja früher betrachten können. Ach so. Patch. Boah, ich bin eigentlich nicht so der Spieler, der auf sowas achtet, ehrlich gesagt. Also mir ist das eigentlich relativ wumpe. Ich hab's relativ hoch, um irgendwie mir das Zeug von anderen anzugucken, was die so benutzen und sowas halt. Ich muss Feuer pushen bei mir. Spielst du Hardcore Only? Wer, ich? Hessebub. Zu 99%. Denkt man gerade, ja. Der kann nichts anderes. Für einen normalen Season Show. Okay, ich habe jetzt Zeit für langsam mit drin, das können wir mit drei nutzen. Das ist vielleicht ganz gut, gerade bei Elite und sowas. Warte, ich habe einen Kopf mit Dockel. Okay. Ich spring schon mal rein und gehe schon mal in den Selbstmord, ins Kamikaze-Manöver. Ich komme mit. Wird bestimmt lustig. Weil ich habe jetzt 7000 Zähigkeiten, nice. Hatte. Ach, jetzt habe ich es wieder. Der Skill ist scheiße, den ich hier habe, ey. Ich habe nur noch nichts anderes mit Feuer. So, Blizzard. Legendary, wie sieht's aus? So eine schöne Leorix-Krone? Hast du immer noch keins? Nö. Von wem denn? Woher denn? Blizzard ist eine dreckige Hure. Vom Mond. Ich hätte einfach kein Mage nehmen sollen, weißt du? Das war schon eine schlechte Idee. Aber naja, so ist das, ne? Was willst du machen? Jetzt kannst du ja noch halbwegs gut wechseln. Ach, nee. Ich zieh das jetzt durch. Ich bin kein Typ, der aufgibt. Zumindest heute nicht. Ja, genau. Von den Zuschauern kommt's, gell? Level up! Aus der scheiß Truhe fällt auch nichts, kann doch nicht wahr sein, ja. Oh Gott, nein, danke. Zweihandwaffen sind böse. Aber 200% mehr Erholung. Oh, nice, ich habe eine Explosion. Elite? Nein, nicht die Dinger. Ich hasse nichts mehr als Arkan-Gegner. Ja. Richtig Moin, Trundlex. Richtig schön wird's, wenn du in so einem Tunnel-Map bist, wie die Pest-Tunnel zum Beispiel, und dann kommt so ein Elite-Pack mit Arkan. Wo du nie ausweichen kannst. Es ist, da musst du immer zurücklaufen und hoffen, dass die Gegner nicht hinterherkommen. Ich muss mal sagen, hier der Skill Spektralklinge ist schon extrem fett. Der macht guten Schaden, ey. Ja, da gibt's auch, das ist eine, ich weiß gerade den Namen nicht, aber das ist eine Set, womit du ja mit Spektralklinge erhöhten Schaden machst, glaube ich. Okay.
Die prockt echt gut, also auch sehr schnell. Da gibt es so ein Bild, da kriegst du jedes Mal, wenn du Arkan-Klinge wirkst, weil ich das recht in Erinnerung habe, Rüstungsbuff. Okay. Und da bist du dann irgendwie unbesiegbar. Da teleportierst du dich von Gegnergruppe zu Gegnergruppe und haust Spektralklinge und Meteoren und so weiter rein. Und bist so gut wie kaum da zu kriegen. Da tankst du teilweise mehr wie in Barb. Ja, ich habe zu lange einfach nicht mehr Mage gespielt. Das ist das Problem an der Sache. Aber ist ja ganz gut, dass ich das jetzt hier mal nachhole. Moin Reaper, grüß dich. Oben. Ja. Ich habe leider noch keinen Teleport. Ich muss laufen. Weil wer ist noch oben? Hesse ist da oben. Ich port mir einfach zu Hesse. Geht schneller und ist einfacher. So, jetzt. Ja. Nein, das ist nicht. Er muss ja eh erstmal casten. Bam, 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 bam. Funkenflug auf die Macht. Yeah, Legendary. Ein schönes Amulett. Sehr gut. Heißt der Scheiß. Ah, Mondlichtschutz, das ist doch schon mal was. Oh, GZ? Ja, GZ auf jeden Fall. Wenn ihr einen Gegner im Umkreis von 15 Metern trefft, besteht die Chance, dass ihr von Splittern Arkan Energie geschützt werdet. Diese explodieren, wenn sich Gegner nähern und fügen Gegnern im Umkreis von 15 Metern 293% Waffenschaden als Arkan-Schaden zu. Nice. Kann man machen. Kann ja. Man auf jeden Fall mal machen. Ach klar, für so einen Loadshot ist das ganz nett. Hesse, hier wird nicht gerannt. Sorry. Level up! Hier wird nur gemütlich gejoggt. Genau. Nordic Walking. So, passive ausrüsten, Mädels. Jo. Nehmen wir denn da? Nein, machen wir den Fanatismus rein natürlich. Ich überlege gerade, ob Glaskanone reinnehmen, das ist vielleicht ein bisschen risky. Hardcore schon. Ach komm, ich probiere es. Ich habe ja 7000 Zähigkeit, das sollte eigentlich erstmal lang. Aber Diamanthaus hast du ja drinnen, oder? Ja. Ja, dann müsste ich es ausgleichen. Als Reserve auf jeden Fall, weißt du? Das ist wieder bessere Angriffsgeschwindigkeit, das kann sich doch mal sehen lassen. Wie lange wirst du heute circa streamen? Bis 10 ungefähr, weil Hesse muss dann ins Bettchen. Okay, Passt perfekt, ja, ich auch. Leider. Und dann nehme ich ja Rücksicht drauf, ne? Moin, Sharks. Das ist sehr nett. Ja, so bin ich, Hesse. Ich bin wie eine Mutter zu dir, nur ohne Brust. Schade. Ja, ich stehe nicht so auf Man-Boobs. Ich muss mich ja auch um 10 weg. Also TS zumindest. Ja, ich auch. Meine Frau kommt dann nach Hause. Na dann. Und Schatz, was hast du den ganzen Tag gemacht? Nichts, nichts. Ich war mit dem Hund draußen, hab Geschirr sauber gemacht, weißt du? Was für ein Computer? Nein, um Gottes Willen. Ich doch nicht. Hey, mein erster Edelstein. Wahrscheinlich guckst du deinen Stream nebenbei. Ja, dann bin ich auch. Nee, die hat derzeit kein Internet. Pass auf, die hat bei Telekom Vertrag gehabt, Internetvertrag, ne? Na, Fehler. Hat da überhaupt irgendwie nichts davon gebraucht, hat aber dafür 40 € im Monat gezahlt. Na, ich sag, kündige den Scheiß. Und das hat jetzt so gut gepasst, dass wir tatsächlich, oder dass sie da jetzt im Januar noch rauskam. Und jetzt sind wir bei, beziehungsweise sie ist jetzt bei Kongstar, ey. Das ist ja saugünstig. Das kostet ja nichts mehr. Ich weiß nicht, kennt ihr den Anbieter A1? Nee, sagt mir nix. Ja, ist nur die Autobahn. Ja, ich bin so ein Unterding von der Telekom. Ja. Jedenfalls, ich bin so unzufrieden mit dem Internet irgendwie. Okay. Ich habe das teuerste, was in meinem Ort verfügbar ist, für fast 50 € im Monat. Ja. Und krieg davon tatsächlich nur ein Achtel. Okay. Bin jetzt kurz vorm Kündigen. Jetzt kann ich gerade noch nicht kündigen, weil Vertrag noch nicht. Also der Vertrag ist gerade am Auslaufen. Ja, das ist immer so ein Problem, ey. Wobei bei Handyverträgen hat es ja jetzt so viel getan. Also da muss sich Telekom, O2 und Co. echt was einfallen lassen, damit die da mitziehen können, ne? Das schon. Also ich bin jetzt. Ich bin seit 10 Jahren. Hä? Ey, das sagt du zuerst. Ich bin seit 10 Jahren bei O2-Kunde. Und bisher eigentlich immer zufrieden gewesen, ne?
Zahl aber für 500 MB Datenvolumen im Monat 20 Euro. Ey, okay. das krieg ich bei Smart Mobile oder bei Kongstar für 5, 6 Euro. Okay, ihr habt bei euch heißt der Aldi, gell? Was? Aldi. Nee, Aldi ist ja was anderes. Ja, oder? Aldi ist ja, doch ja, Aldi Talk. Wir haben ja jetzt in Österreich heißt der Hofer halt. Achso, okay. Der hat jetzt auch so einen Billigtarif, sage ich jetzt mal, rausgebracht. Ja. Den habe ich gerade, mit dem bin ich eigentlich auch verdammt zufrieden. Zahle ich aktuell im Monat 10 Euro per ja. Prepaid-Aufladung und habe 3 GB Internet. WTF. Nee, 3 GB Internet, zwar nur H+, aber so für Schule und so reicht's. Ja. Und ich bin ja, also in Schule gehe ich in eine HTL, höhere technische Lernanstalt, Informatikabteilung. Und da sind irgendwelche solche übertriebenen Internetverstärker, dass ich dort in der Schule 3G habe, obwohl ich gar nicht dafür bezahle. Okay. Also daher. Und telefonieren habe ich auch 1000 Minuten in alle Netze und 100 SMS, also für 10 Euro bin ich mega also zufrieden. Also ich kann ungelogen sagen, ich habe letztes Jahr bestimmt telefoniert so insgesamt an die 2 Minuten. Ist auch so, telefonieren selber höchstens, wenn man meine Mutter anruft und sich erkundigt, weil meistens, wenn ich telefoniere, telefoniere ich eh mit meinen Freunden und die haben alle WhatsApp und da benutze ich die WhatsApp-Anrufe. Ach Gott, bist aber einer der Einzigen, der das nutzt, oder? Also die, alle, so bei mir in der alle, die ich kenne, das alle, die ich kenne, die nutzen WhatsApp also wirklich nur als Messenger, weniger für Telefonie. Also nicht wirklich, also wenn man sich mal so nach Hause fragt oder so und gerade vor allem zum Schreiben ist oder beim Zocken oder mal online kommt TS oder so halt. Aber schon öfter als telefonieren selber jetzt. Ich finde die Qualität da relativ schlecht irgendwie. Ist mir jetzt nicht so aufgefallen. So, schon 21. 70 schaffen wir heute noch. Na, könnte eng werden. Eng. Das ist schon eng. Eng ist ein dehnbarer Begriff. Ah, perfekt. Blitz und Donner. Stahlhaut. Boah, schön für Skelette hier. Das gibt Erfahrung. Schuldspruch lasse ich nicht. Oh, Teleportation, nice. Wobei ich nehme erst so vertraut damit rein. Du hast es nicht schon mal WD gespielt, oder? Ich habe alle Klassen schon gespielt. Welches Set magst du denn da am liebsten? Beim WD? Ja. Eigentlich das Tuni-Set. Okay. Ich spiele gerade, also am liebsten spiele ich das Hölzern-Set. Ja, ist auch sehr cool. War mit meiner Juma, oder? Nein, mit Muschelrute von Suwon. Ah jo, stimmt, das Ding war das. Mit Hauptfokus auf Giftschaden. Ja. Auch bei der beim Todeswall habe ich auch die Giftding. Schön, ja, der macht auch richtig krassen Schaden. Ja, vor allem wenn man bedenkt, ja, ich weiß jetzt den Namen nicht, die Armschiene, womit du Todeswall dreimal benutzen kannst, ja, bevor Abklingzeit einsetzt. Ja. Damit kannst du so riesengroße Flächen abdecken mit Giftschaden und Säurewolke reinhauen wie sonst was. Im Cube habe ich dann auch das Ding, was die Brandbomben 105 Mana generieren lässt. Und durch die Kombi kann ich so gut wie dauerhaft Säureregen spammen. Ja, kann schon nette Sachen mitmachen. Auf WD hätte ich auch mal wieder Bock. Guck ich mal reingucken. Es ist halt extrem auf Flächenschaden und Support ausgebaut. Gib ihm! So, nice. Ah, kein Legi. Ich auch nicht. Ja, gar nicht hier.
bei Rift Zone Legis. Du lässt ganz schön nach. Ja. Unsere Zeit ist gekommen, Mese. Davor, dass ich vorhin in 2 Minuten 5 gefunden habe. Ja, Hauptsache hat meine Rüstung gedroppt. Na, El Diablo 40 ist so hoch. Ach, 70. So. Ah, was macht man da rein? Machen wir den Schwungangriff dazu? Ich glaube mal die Metz, ne? Kann ich wieder craften. Gönn's dir. Ja, mach ich. Da ist der Krax schnell. Ja, sicher. Da habe ich flinke Finger, sag ich dir. Nixpiler machen wir diese Woche auf jeden Fall noch. Wann genau, muss ich schauen. Es sind noch waren noch Zeiten, damals mit Diablo angefangen habe, als jeder Legendäre noch was wert war. Und man nicht einfach alles vercrappt hat, wenn es nicht uralt war. Wo ist noch das Auktionsausgabe? Dann waren noch Zeiten. Na, ja, so lange bin ich dann leider auch noch nicht dabei. So, okay. Weiter geht's. Jo. Die Level machen sich nicht alleine. Haha, Hesse, da ging's nicht weiter. Ah, geil. Ich wollte auch gerade erst langlaufen, hab dann auf die Karte geguckt. Schön, schön. Hätte was sagen können. Nee, das war mir so klar, dass einer da lang rennt. Ich habe bloß drauf gewartet. Ah, schön. Meisters, ja, ich habe Urlaub. Ich sag euch, wenn die Pets jetzt noch Crafting-Mats aufsammeln würden, das würde das Farmen so erleichtern. Das ist ja eine coole Sache. Das mit dem Gold ist ja schon ein Segen, vor allem bei Goblin-Horden. Legit. Da ist noch ein Schrein unten. Unten rechts ist ein Schrein, falls ihr möchtet. Macht dich. Ja. Doppel-Elite. Hau rein. Ah, nice. Der kam genau richtig bei den Doppelpack. Der kam genau richtig. Hat sich perfekt angeboten. Das gab einen guten Schub. Ja. Ja. Ach fuck, ich hab noch. So, was haben wir denn davon? Haben wir da die ich muss mal socken. Yay, Meteorge bekommen. Nice. Da haben wir was Schönes gefunden. Pet. Noch ein Machtschrein. Okay. Bürokratenpack. Mal kurz hier umequippen. Mach das. Moin Blue Moon, grüß dich. Und Zerstörbar. Goldene Truhe. Legendary! Nice. Welches? So mustert hier, so mustert. Ah, die ist nice für den Anfang. Ich sehe gerade den Buff. Schöne Pocken-Pantalons.
So muss da. Da hat der Kraxle wieder nicht geduscht. Ja, ist egal. Wenigstens mache ich dafür Schaden, Mensch. Da kann man auch mal auf ein bisschen Reinheit verzichten. Ja, solange es den Zweck erfüllt. Richtig. Boah, jetzt machen wir wenigstens richtig Schaden hier. 470 Schaden mache ich schon. Gleich mir einen Rubin gesockelt in den Kopf. Schon mal 10% mehr Erfahrungspunkte. Ja, habe ich auch schon drin. Ja, und Zerstörer wird freigeschalten. Und direkt nach links gehen. Danke. Akarats Champion, endlich mal was braucht. What the fuck? Alter! Hier dein Urlaubsgeld XD. Danke dir, Bastel. Ah, ich erschrecke mich bei dem Scheiß. Ah, wie geil, hier dein Urlaubsgeld. Episch. Ah, ihr seid die geilsten, ohne Witz. Ach, geil, danke. So, jetzt kommt noch einer dazu. Level 28. Okay. Ja, Blue Moon, also irgendwann sterbe ich an dem scheiß What the fuck Spendensound noch am Herzinfarkt, das glaub mal. Das ist aber toll dabei, man wird wieder richtig wach, weißt du? Es holt einen so aus dem Schlaf raus. Das Ding muss man auf eine das musste man auf eine Beerdigung spielen oder so. Alle mal donaten, damit Krax länger streamt. Ja, damit ich eher in Ruhestand gehen muss. Weil ich irgendwie entweder einen Herzinfarkt habe oder Schlaganfall oder sowas. Dann hast du mehr Zeit. Ja, genau. Mir reicht eine Körperhälfte zum Stream. Passt schon. Jetzt wird sie noch makaber hier. Und wenn du mit der rechten Hand die Maus bedienst, musst du mit dem rechten Fuß die Tastatur. Ein Gamer beißt sich da schon durch. Zur Not frage ich einfach hier, wie hieß er? Stephen Hawking? Nee, doch. War doch der im Rollstuhl, ne? Genau. Aber der auch einen macht. Frage ich den, wie der das macht. Der baut mir bestimmt auch so ein Ding. Bestimmt. Level up! Der zeigt dir dann noch gleich Tipps, wie du trotzdem gut Sport machen kannst. So ein paar Sit-Ups und so. Ja, im Rollstuhl. wenn du nur die Augen so bewegen kannst, ey. WTF. Er hatte so Hydraulikmotoren im Rücken dran. Ach so. Damit geht das. Aber von dem muss man echt Respekt haben, ey. Das schon, also. Trotz der extremen Behinderung so erfolgreich. Ja. Einfach super Brain ist das. Muss man schon lassen, also. Vor allem das Durchhaltevermögen, da einfach weiterzumachen und nicht irgendwie aufzugeben. Ja, stimmt schon. Wobei, das ist ja sein Vorteil, ne? Mit dem Kopf brauchst du. Du brauchst ja nichts anderes. Du hast seinen Kopf. Er hat seinen Kopf, er braucht nicht seinen Körper dafür. Dementsprechend passt das schon. Oh, Legendary Ring! Nice. Was? Ja, Mann! Jetzt läuft's aber hier. Bisschen verspätet, aber läuft. Ist da eigentlich nur die Sterne? Ich hab schon die Sets gecraftet. Ja, die hab ich auch an. Yeah, ich hab noch keine Bounties gemacht. Legendary! Deswegen. Leoric Siegelring, nice! Nice, nice, nice. Armschienen. Sehr, sehr geil. Sogar mit Sockel. Schade, dass ich noch keinen legendären Edelstein habe. Wow, das ist eine gute Armschiene. Also für den Beginn auf jeden Fall. Ja. Gut ist immer relativ. Ja gut, also fast 500% mit gesegneter Schild, ne? Ich meine, wow, das haut schon rein. Für den Anfang kann man es machen. Ich hatte auch am Anfang auf PTR war das.
PTR? Nee, Season. Season normal, hier auf dem Live-Server war das. Da hatte ich am Anfang hier Johannas das Schild gefunden, weißt du? Mhm. Das haut richtig übel rein am Anfang. Also machst du... Legikopf, die Krone. Oh, und nice. Da machst du richtig guten One-Hit. Nein, das ist die zerbrochene mit dem Edelstein, der gesockelt ist. Du. Kann man auch machen. Bringt dir aber nichts. Oh, fast 20% Werterhöhung in jeder Kategorie. Bringt schon was. Gib ihm. Ach, schwer Level ab. Ich glaube, gucken wir mal irgendwelches. Ah, hier, elektrisieren, nice. Vertraut hat noch nix. Ja, schon 28. Ja, das geht ruckzuck hier. So weit war ich noch nie mit dem HC-Char. Ja, es wundert mich wirklich auch, dass wir hier noch so gut stehen. Also, es hat irgendwie noch keiner irgendwie so knappen Schaden erlitten jetzt. Ja, vorhin war es bei mir ein bisschen knapp. Bei diesem Triple Pack mit dem Guardian dabei. Da musste ich ein bisschen rennen, aber ansonsten war echt sehr, sehr entspannt. Ja, ich auch, entspannt aber also hier. Im Durchschnitt so. Aber glaub mal, das kommt noch, glaub es mir. Das wird noch. Spätestens bei den Qualstufen dann. Ach was, das geht. Ja, wobei, wenn es zu Qual geschafft hast, dann ist das Ding eigentlich schon in guten Tüchern gewickelt. Weil dann kannst du zumindest auf gute, also auf Nummer sicher spielen. Dann schon. Dann machst du halt einfach ein, zwei T-Stufen runter, dann passt das. Solange du T spielst, ist das eigentlich vollkommen okay. Und du findest die Set-Teile dann, sobald du es einigermaßen voll hast. Genau das. Ja, nice. Finde ich mal eben so eine Waffe, die 55% mehr Damage gibt. Kann man machen. Zauberschön ist das. Aus dem Dreck geklaut, gell? Zu sagen, jetzt bin ich bei 904 Schaden und 11.000 Zähigkeit, fast 12.000. So Hauptsache, wir haben jetzt 3 Cruises und einen Mage. Kann man auf jeden Fall auch eine interessante Zusammensetzung. Ja, das ist so ein bisschen, könnte auch so ein Diablo-Porno werden, weißt du? Ja. 3 Krusis, ein Mage. Das neueste Erlebnis für Jung und Alt. Ja. Wenn 2 Frauen, 2 Kerle passen wird. Ja, stimmt. Ich verstehe nicht, warum so viele Kerle Frauen spielen, ey. Warum? Keine Ahnung, weil ich schon 3 männliche Cruises habe und irgendwie Abwechslung will. Auch wenn es überhaupt gar nichts bringt. So, ich laufe schon nach oben weiter. Level up! Es geht ja locker. Locker von der Hand hier. So, gleich kommt der Guardian. Boah, diese Map, ne? Ach, wobei, die geht noch. Hab jetzt gedacht, es wäre die andere Schlauchmap da. Ja, es gibt viele weiße Maps. Ja. Aber nicht die ich meine. Okay, Guardian ist da vorne. Bin sofort da. Und zu mir hüpfen. Erstmal Kavallerie komplett unnötig einsetzen, wie immer halt. Ja, mache ich auch immer. Kavallerie wird einfach mal gezündet, ob es was bringt oder nicht. Da stehe ich dann teilweise einfach nur ein paar Sekunden am Fleck und warte, bis Kavallerie wieder aus ist. Wow, ja. Nein, dich hat's gerissen. Wie ja, das? Was? GG. Nein. OMG. Wahrscheinlich, oder? Was war das denn jetzt? Wie hat es dich denn jetzt gerissen hier? Keine Ahnung. Ich bin reingesprungen, bin ganz gut dabei gewesen. Auf einmal war ich einfach mit 2 Hits komplett down. ETF, das ging ja. Rucki zucki mit dir. Ja. Er stellt dir einfach neu, stellt sich mal einen Rift anfangen und fertig. Genau. Gleich mir hier schön gehandelte Gefallenen reinhauen. Unser erstes Todesopfer hier. Und du warst nicht der erste, Kraxel. Nee, das konnte man sich fast denken, dass ich das nicht bin. Ich hab's auch erwartet, dass ich der erste bin. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Überhaupt keine Schleichwerbung gerade. Um Gottes Willen. Gottes Willen. So, neue Waffe. Cool. Kannst du mich nochmal einladen? Schick mir eine Anfrage.
Jo, mach ich. Immer schön in den falschen Video-Run reinklicken. Vom Vorteil auf jeden Fall. Ah, geht gar nicht. Ah, jetzt. Danke, danke. Immer mal Klasse wechseln, Hexendock für ein bisschen Abwechslung. Genau, mach das mal. Gehen wir schon auf, weiß nicht.